Japanische Pfeile. Natürlich. Leichen als Übungsziele für Schützen. Tomoes Markenzeichen. Zerstört dieses Lager. Haltet die Augen nach Tomoe offen. Bereit, wenn ihr seid, Sensei. Ich bleibe versteckt, bis ihr angreift. Vor kurzem hier. Seht euch um. Vielleicht Tomoe. Der Sensei und der Geist. Ich bin euch beide langsam leid. Eure Schützen sind tot. Das war's. Hinterhalt! Folgt Tomoe! Ich halte diesen Narren auf! Tomoe, das endet nur auf eine Art! Seht euch das nur ein. Ihr könnt nirgends hin, Tomoe. Strengt euch mehr an, Fürster Kai. Wo will sie hin? Tomoe! Ihr seid also Fürst Sakai, Senseis neues Maskottchen. Und ihr seid eine begnadete Schützin, die ihre Chance auf ein besseres Leben wegwarf. Hat er euch das erzählt? Tomoe, wieso reden wir? Damit ich euch warnen kann. Seid auf der Hut. Mein Sensei wollte mich töten. Euch wird es auch so ergehen. Danke für die Warnung. Aber ich will das hier beenden. Es ist schon zu Ende. Ich habe nichts. Niemanden. Weg mit dem Bogen, Tomoe. Ist sie wahnsinnig? Keine Spur von ihr. Ich sage es, Sensei Ishikawa. Sein braves Pferd, Kage. Sakai! Was ist passiert? Tomoe hätte mich töten können, aber hat es nicht. Sie ist euch entkommen. Sie sprang von einer Klippe. Ich sah sie. Ihr saht, was ihr sehen solltet. Sie klang verzweifelt. Ist sie. Nur wegen uns.
Warum denkt sie, ihr werdet mich verraten? Tut sie nicht. Sie will nur einen Keil zwischen uns treiben. Und es funktioniert. Nein, tut es nicht. Gut. Nächstes Mal, wenn ihr fragt, ob ich tun kann, was nötig ist, fragt euch erst selbst. Tomoe ist noch nicht fertig. Sie geht wohl nach Norden, um sich mit den Mongolen gutzustellen. Wir finden sie. Mitgenommen. Was ist passiert? Banditen, mein Herr, sie haben mein Essen geraubt. Wirklich alles. Wohin sind sie weitergezogen? Nach Nordosten, in die Wälder. Wenn ich sie finde, werden sie für den Raub büßen. Bitte tut ihnen nichts. Sie sind so verzweifelt wie ich. Ich verspreche nichts. Kämpfen wir! Weiß, das ist wohl das geraubte Essen. Ja.
mein Herr, ihr seid zurück. Ich habe euer Essen. Reis. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt Reis hatte. Wurde er euch nicht gestohlen? Bitte, verzeiht mir. Ihr habt mich angelogen. In solchen Zeiten verdienen Banditen nichts zu essen. Außerdem bat ich euch, ihnen nichts zu tun. Sie ließen mir keine Wahl. Das tut mir leid. Ihr hättet nicht lügen sollen. Ich hätte euch auch so geholfen. Ich tue es nicht wieder. Versprochen. Das stimmte nicht. Mongolen lagern unterhalb der Steinbogenstraße. Ich sah sie erst, als es zu spät war. Eine gute Stelle für einen Hinterhalt. Aber nicht mehr lange. Es sind so viele. Bitte, seid vorsichtig, mein Herr. Sehr gut, Kai.
Hier! Schrein wurde entweiht. Wer tut so etwas? Getötet und zurückgelassen. Keinerlei Achtung für diese heiligen Boten. Völlig zerstört. Das kostete Zeit und Mühe. Verunstaltet. Das geschah sicher mit Absicht. Was hier geschah, war ein Akt des Hasses. Weißt du, wer das war? Mongolen. Garantiert waren die das. Sicher sind da noch mehr.
So viele getötet. Zerstört, was heilig ist. Der Mund bei Starter. Dir und anderen göttlichen Boten nie wieder was an. Friede sei mit den Toten. Los jetzt, Kagel! Mein Bruder wollte Samurai werden, Fürst Sakai. Er baute sich einen Bambus-Trainingsstand, trainierte den ganzen Winter über dort. Bambus schneiden. Ein hervorragendes Schwertkämpfertraining. Vielleicht kann ich mit eurem Bruder üben. Leider starb er vor ein paar Jahren am Fieber. Doch beim Anblick eines Stands mit Flagge denke ich immer an ihn. Ich von nun an auch. Danke. Leb wohl. Oops.
Lager und zwinge sie, Waffen herzustellen. Oh. Willkommen. Möchtet ihr einen Tee?